Hi, hier ist euer Micha. Ja, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich eine Marinade für Schaschlikfleisch mache. Vielleicht habt ihr Lust, schaut mir einfach zu. Dann geht es los. Ich möchte eine Marinade herstellen für Schaschlikfleisch. Das heißt, ich möchte mir Schaschlikspieße herstellen und dafür brauche ich natürlich auch Fleisch und die Marinade. Und wie ich das Ganze jetzt mache, zeige ich euch natürlich. Aber erstmal vorweg, hier habe ich Rücken, Schweinerücken. Habe ich schön in Würfelchen geschnitten, ist schneller gar. Dann habe ich hier Weißwein, da kann man trockenen nehmen oder einen halbtrockenen. Dann habe ich hier ein bisschen Pfeffer und Salz, Zitrone, man kann auch frische Zitrone nehmen, spielt alles keine Rolle. Etwas Knoblauch, Lorbeerblatt und Zwiebeln. Okay, wie ich das Ganze jetzt mache, zeige ich euch jetzt. So, hier habe ich mein Fleisch, mein Rücken. Schön reingepackt, bisschen runtergedrückt das Ganze. Dann geht es eigentlich schnell und relativ einfach. Weißwein oben rüber. Das Ganze sollte natürlich dann schön bedeckt sein. Passt haargenau für die Schale. Dann nehme ich etwas Zitrone noch. Ja, so etwas mehr als ein Teelöffel. Spielt keine Rolle. Dann habe ich natürlich Pfeffer und Salz vorweg. Jetzt verrühre ich hier so ein bisschen kurz, damit sich das mit einzieht. So, bisschen Knoblauch mit dran. Lorbeerblatt. Und dann oben mit den Zwiebeln abdecken das Ganze. Ich lasse das schön lange einziehen. Man kann es 24 Stunden drin lassen oder 48 Stunden. Ich lasse das Ganze 48 Stunden schön einziehen. Und wie das Ganze dann weitergeht, das zeige ich euch natürlich gleich. So, das kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank und dann bis gleich. Mein Schaschlikfleisch ist fertig. Ich habe es 2 Tage lang in der Marinade liegen lassen. Ja, habe das Ganze jetzt abgegossen. Das sieht man hier auch so schön. Und jetzt möchte ich aus dem Schaschlikfleisch Schaschliks machen. Hier habe ich schon mal so ein bisschen angefangen. Das kann immer jeder machen, wie er meint. Ich fange mal an. Ich habe hier Zwiebeln, Paprika und Schinkenspeck oder Bauchspeck. Schinkenspeck kann man auch nehmen. Dazu fange ich einfach an, hier eine schöne Zwiebel zu nehmen, ein Stück. Dann kann man noch ein bisschen Paprika hinterher schmeißen. Und jetzt fange ich an, hier ein bisschen Fleisch zu nehmen. Mache das in den Bauchspeck schön. Und dann fange ich an, das Ganze hier einzuspießen. Und das mache ich natürlich jetzt weiter. So, die anderen mache ich natürlich jetzt genauso. Und dann fange ich an, ich habe mir extra eine schöne Currysoße gemacht. Und die statt anbraten, normalerweise würde ich sie jetzt anbraten, die lege ich aber dann direkt in diese Currysoße rein. Ich zeige es euch hier schon mal. Ist lecker. Und daran lasse ich sie dann eine Stunde schön ziehen. So, dass das Fleisch richtig schön weich wird, zart wird. Das ist der Rücken, der wird sowieso sehr schnell gar und weich und deswegen, aber wie ich das jetzt gleich noch mache, zeige ich euch. So, wie gesagt, normalerweise würde ich es anbraten, damit sich die Poren schneller schließen. Hier möchte ich das nicht. Hier möchte ich einfach, dass die Soße so viel wie möglich in das Fleisch einzieht. So, Deckel drauf. Jetzt stelle ich das runter. Jetzt lasse ich das nur ganz leicht vor sich hin köcheln. So circa eine Stunde und dann oder halbe Stunde schaue ich mal nach, wie weit sie weich genug sind, das Fleisch. Und wenn sie fertig sind, zeige ich sie euch. Meine Schaschlik sind fertig. Die habe ich jetzt 50 Minuten vor sich hin köcheln lassen. Ja, und ich glaube auch, dass sie jetzt weich genug sind.
Ja, sehr schön. So wie ich es haben möchte. Einfach mal probieren. Klasse. Könnt ihr mir glauben, die Marinade schmeckt man heraus. Wunderbar mit dem Curry Ketchup. Das ist ein Gedicht. Wow. Okay, ich sage mal, hoffentlich hat meine kleine Doku euch mal wieder gefallen. Ich sage ciao, euer Micha. Wiesel Butze. Ciao.